Hello! Da mein letztes Drogerie-Neuheiten-Video bei euch so unglaublich gut angekommen ist, habe ich mich direkt nochmal in der Drogerie umgesehen. Genauer gesagt wieder bei Rossmann, denn da habe ich ja letztes Mal sozusagen diesen Kai-Leiter-Dupe gefunden. Und ich bin dann da so reinspaziert bei Rossmann und dachte mir so, ja, vielleicht finde ich noch irgendwas Cooles. Und ich habe nicht nur eine coole Sache gefunden, sondern direkt mehrere. Also dachte ich, nutzen wir wieder die Chance und testen gemeinsam im Live-Test, ob die Sachen wirklich cool sind oder vielleicht auch nicht. Die erste Sache, die ich euch unbedingt zeigen wollte, ist diese limitierte Handcreme von Isana Yang. Und zwar ist die mit einem Einhorn drauf. Wow! Das fand ich irgendwie so süß und putzig. Und irgendwie stehen ja momentan einfach alle Leute auf Einhörner. Wirklich, wenn ihr mal irgendwie in Supermärkte geht oder in Drogerien, überall ist alles mit Einhörnern. Also dieser Trend bleibt und bleibt und bleibt. Die Handcreme nennt sich übrigens Handcreme-Zauberei. Und ich mag diese Handcremes von Isana immer richtig gerne. Und ich muss sagen, ich habe selbst noch gar nicht dran gerochen. Deswegen machen wir jetzt mal den obligatorischen Geruchstest. Denn hier steht jetzt so gar nichts drauf. Oh. Ich hätte jetzt gedacht, das riecht richtig süß, so nach, ja, einfach nur nach Zucker, aber das riecht eher frisch und blumig. Habe ich jetzt so gar nicht erwartet, aber gefällt mir ziemlich gut, weil diese super, super süßen Düfte mag ich meistens nicht so gerne als Creme, weil ich finde das immer sehr penetrant. Also ich glaube, zum Packaging muss man wirklich nichts sagen, das ist so süß gemacht. Was ich richtig cool finde, dass diese ganzen Marken wie Isana oder Balea, also die Eigenmarken von DM oder Rossmann, sich wirklich immer so schnell so kreative Sachen einfallen lassen. Und das mag ich wohl, weil die einfach viel schneller sind als diese ganzen großen Marken, wenn es so um Trends geht. Dann eine Sache, die ein sehr, sehr cooles Dupe sein soll, und zwar hier von Rival de Loubiang aus einer Trend-Edition, glaube ich, beziehungsweise ich habe das jetzt im Standardsortiment gefunden, habe es im Internet aber als Trend-Edition gefunden. Okay, also sollte es auf jeden Fall im Aufsteller geben, dieses Banana Powder. Und vielleicht kennt ihr diese richtig krassen Contouring- beziehungsweise Highlighter-Fixier-Bilder von Kim Kardashian, wo sie wirklich überall verschiedene Puder hat und gerade so gelbes Puder unter den Augen, so zum Baken. Und das ist dieses mega gehypte Bananenpuder und das soll es auch von einer Marke geben, da kostet es irgendwie 22,50 €, also wirklich richtig teuer. Das Besondere daran ist eben, dass es so einen ziemlich gelbstichigen Unterton hat. Und ich würde sagen, wir testen es einfach mal. So sieht das Ganze übrigens aus. Also von der Verpackung her, klar, es ist relativ günstig gemacht. Aber ansonsten finde ich es ganz cool. Und ich bin gespannt, ob es übrigens nach Banane riecht. Ich muss nämlich wirklich sagen, ich mag das hier nicht so gerne, weil ich finde, wenn man das mitnimmt und dann über Kopf das Ganze mal isst, wenn man es in der Tasche transportiert, dann kommt alles raus und man macht den Deckel auf und man hat überall Puder, viel zu große Mengen, um dann da reinzugehen mit dieser Puderquaste. So, ich habe jetzt hier, denke ich, genügend Puder da dran. Bin jetzt sehr gespannt. Ich werde jetzt hier mal hauptsächlich unter die Augen gehen. Ich habe jetzt natürlich schon ein bisschen Puder drauf, aber ich bin gespannt, wie das aussieht. Weil unter den Augen benutze ich selbst nämlich nicht so gerne Puder, weil ich finde, das sieht immer so trocken aus. Okay, also was mir direkt auffällt, ist der Geruch. Das riecht voll nach Banane, aber gut nach Banane. Also nicht so säuerlich, künstlich, eklig, weil das mag ich nämlich gar nicht. Sondern es riecht eigentlich ganz gut nach Banane, muss man sagen. Und ich bin gerade richtig überrascht, das seht ihr in der Kamera wahrscheinlich nicht so gut, aber die Farbe passt ziemlich gut. Also ich hatte jetzt unter meinen Augen nicht so super viel Puder. Und es sieht jetzt überhaupt nicht cakey aus. Es ist noch ein bisschen mattierter insgesamt. Aber die Farbe passt sich sehr gut an. Also es sieht nicht irgendwie zu gelb aus, weil das war so ein bisschen meine Befürchtung. Ich denke, für all die, die so auf Baking und so stehen und daran Interesse haben, ist das auf jeden Fall was richtig Cooles. Und ich sehe hier auch gerade, dass dieser gelbliche Unterton dafür sorgen soll, dass Rötungen und Augenringe besser kaschiert werden. Kann ich mir wirklich sehr gut vorstellen. Also probiert es echt mal aus. Vor allem ist das so viel günstiger als das teure Original. Ich glaube, in keinem meiner ganzen Videos, die irgendwas mit Drogerie zu tun haben, gibt es kein Essen. Beziehungsweise es gibt immer Essen. Doppelte Verneinung, egal. Auf jeden Fall habe ich auch jetzt wieder was zu essen gefunden. Und zwar, ich liebe ja Babygläschen. Vielleicht wisst ihr das aus meinen Videos. Und jetzt habe ich hier von Freche Freunde so ein praktisch Quetsch-Babygläschen gefunden. Also das sind diese Tuben, wo man eben das Ganze so rausquetschen kann. Hier fand ich jetzt die Sorte so mega interessant. Und zwar ist das Apfel, Süßkartoffel und Mandarine. Ja, dass da Süßkartoffel drin ist, fand ich sehr komisch erstmal, weil ich muss sagen, ich bin erstmal kein Fan von Gemüse in meinen Säften oder Obstpüree, außer sowas wie Spinat. Aber Karotte zum Beispiel mag ich gar nicht, weil ich das viel zu dominant finde. Ich finde auf jeden Fall mega praktisch, dass man das Ganze hier oben so aufdrehen kann, weil das ist sozusagen ein Babygläschen to go, weil ganz oft habe ich natürlich keinen Löffel dabei oder kann ihn nicht irgendwie so einpacken, dass ich den auch wirklich benutzen möchte. Und deswegen finde ich das ganz cool so. Testen das jetzt mal, ich bin sehr gespannt. Okay, also man schmeckt die Süßkartoffel schon. Es hat einen etwas herberen Geschmack, was aber gut ist. Ich habe jetzt gerade nur ein bisschen was Süßeres erwartet durch Apfel und Mandarine. Hier ist jetzt drin 60% Apfelpüree, 25% Süßkartoffelpüree und 15% Mandarinensaft.
Und man schmeckt halt durch Apfel und Kartoffel schon so ein bisschen dieses Kartoffelige. Aber es ist trotzdem sehr, sehr lecker. Einfach mal was Besonderes. Ich finde das so cool und ich bin ein richtiger Fan von solchen Dingen. Die waren übrigens bei mir gerade bei Rossmann reduziert auf 70 Cent. Also das hat sich wirklich gelohnt. Und ich würde mir auf jeden Fall noch andere Sorten kaufen, weil die haben natürlich richtig, richtig viele. Und auch ganz normale, wo jetzt irgendwie kein Gemüse drin ist. Kurz bevor ich bei der Kasse war, habe ich noch etwas so unglaublich Cooles entdeckt. Und zwar kennt ihr ja wahrscheinlich alle Suella, die britische YouTuberin. Und die hat jetzt ihre eigene Kosmetikmarke, die endlich in Deutschland erhältlich ist und das ganz exklusiv bei Rossmann. Und ich kann euch jetzt mal hier einblenden, wie ich diesen Aufsteller gesehen habe, weil ich natürlich nicht alle Produkte kaufen konnte, aber euch mal so einen Überblick zeigen wollte, was sie so hat. Mega cool, also sind so Kosmetiktaschen bei, Duschgele, Cremes, Parfums, Bodysprays und. Und ich habe natürlich auch ein Teil gekauft und zwar hier dieses Sugar Dip. Ich finde dieses Packaging so unglaublich schön. Mega cool gemacht. Das ist jetzt hier so ein Badesalz und ich werde das jetzt mal aufmachen. Das ist eigentlich als Geschenk für jemanden gedacht, aber erst zu Weihnachten. Ich dachte, man kann ja nie früh genug anfangen. Und wenn man das hier aufmacht, dann kommt hier das Ganze so zum Vorschein. Mega cool. Das sieht dann so aus. Auch mega schön. Und einfach richtig cool verpackt und das sind hier so Badesalze. Was ich nur so ein bisschen schade fand, ist, dass man jetzt nirgendwo dran riechen konnte. Ich weiß, ohne das aufzumachen, immer noch nicht, wie das riecht. Und ja, das ist natürlich ein bisschen blöd, weil ich weiß gar nicht, das wird wahrscheinlich so mega süß riechen. Aber an sich super coole Sachen. Das war jetzt auch schon mein Live-Test. Ich hoffe sehr, es hat euch gefallen. Wenn ihr weiter Lust habt, dass ich solche Videos mache, wo ich Dinge live mit euch zusammen teste, dann gebt mir gerne Feedback. Ich muss echt sagen, da sind voll oft Produkte bei, die ich so mir nie gekauft hätte wahrscheinlich. Und dann bin ich immer voll positiv überrascht oder ja, freue mich einfach darüber, dass ich was Neues, Cooles entdeckt habe. Deswegen schreibt mir auch gerne in die Kommentare, falls ihr irgendwas kennt, was ich ausprobieren muss. Oder auch, falls ihr coole Dupes aus der Drogerie kennt. Da würde ich nämlich auch gerne nochmal ein Video drüber machen. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!